Hallihallo, Leviathan 2 wieder. Hier, willkommen zurück. Ja, wir sind im Kapitel 2, Story 1 von WarioLand 2. SS Teacup. Return the hand to her nest. Also, wir gehen auf die Suche nach Warios geheimem Hobby. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass es erwähnt wird. Nein, so wichtig. Nein, ist so wichtig. Dankeschön. Ja, fast vergessen zu sprechen. Ja, wir müssen die Henne zurückbringen, die anderen aufgescheucht haben. Und ja, das ist jetzt mal... es ist nicht diese Henne. Wäre schön. So. Das hier können wir beim Zurücklaufen vielleicht noch machen. Ja, das hier können wir auch nicht durch. Das kommt da jetzt vielleicht noch. Das ist jetzt relativ ein geradliniges Level. Autsch. Einfach mal so ein bisschen. Hier können wir uns rollen. So. Geil. Na, da können wir hier hinauf. Na, egal. Da ist unsere Henne. Die müssen wir jetzt natürlich mitnehmen. Autsch, das Problem ist natürlich, wir dürfen sie nicht fallen lassen. Sonst können wir sie einfach wiederholen gehen. Nicht mit mir, kleines Mädchen. Nein! Ja, und jetzt geht's einen Spießrutenlauf um die Gegner. Hindurch. Ja, ich kam noch nicht drüber. Wie doof. Ja, man darf sich halt nicht treffen lassen, sonst verliert man die Henne gleich wieder. Nicht das Ziel. So. Wollte ich nicht wieder. Nein. Diesmal fliegst du nicht weg. Oh Gott. Mein schönes Geld. Gib mir meine Henne. So, komm ab ins nächste Level. Alles recht zackig, wenn man weiß, wohin. Ja. Wollen wir das hinten? Nee, machen wir nicht. Hierauf mit dir. Ei gelegt! Level beendet! Yes! Stage clear. Okay, weiter geht's. Haben wir genug? Nein. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen aus. Wie gesagt, es ist nicht mein Ziel, hier alles zu sammeln. Und es hat gespeichert. Kapitel 2, Story 2. Jetzt müssen wir aus den Wäldern fliehen. Ich weiß zwar nicht vor was, da ja wir in dem Sinn der Verfolger sind, aber wir müssen es tun. Ja, es ist eigentlich wirklich nur Gepiepse, aber irgendwie gefällt mir die Musik hier. Ich habe auf dem Gameboy schon viel bessere Musik gehört, aber es passt irgendwie so zum Spiel. Ah ja, lassen wir uns mal hier von dem hier treffen. Und ja, so.
Naja, der betrunkene Wario. Ein bisschen hin und her talken. Ist vielleicht auch ganz lustig zu mal gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob man den braucht. Wir können zumindest mit seinem Mundgeruch Gegner töten. So. Jetzt muss ich eine neue Kugel holen. Könntest du mir bitte hier durchhelfen? Danke. Oh, doch nicht. Du bist aber ein unfreundlicher Kerl. Autsch. Aber nicht so unfreundlich wie der Boxer. Gib mir eine Kugel, ich will euch abknallen. Und der Mundgeruch. Sogar wenn er dich nur am Rücken trifft, ist Varios Mundgeruch dein Todesurteil. Und wieder den. So. Dürfte ich bitten? Ja. Oh! Feurio! Der brennt! Und hier kommen wir groß zum Geld. Hier macht sich die Unverwundbarkeit von Wario bezahlt. Wenn das doch nur auch in Super Smash Bros. Brawl wäre. Und hier hinein. Rollen! Hey, das Ende des Levels. Aber wollen wir da schon hin? Na komm ja. Jetzt sollten wir genug Zeit haben, hier den... Ja, spielen wir ein bisschen. Spielen wir ein Spielchen. Ich hätte gern noch mehr Antworten. Ja, das reicht mir noch nicht ganz. Das könnte eine 3, eine 8, eine 9... eine 3... Nein, das ist eine 8, oder? Gibt es noch was anderes als eine 8, die so sein könnte? Nee. Okay, geben wir... Ah! Nein, das geht nicht so hinunter. 8! 8! Wieder ein bisschen... ein Fragment erhalten. Yay! Eine Karte. Safe complete. Jetzt müssen wir in den Teacup. Oh, wieder die kleinen Fische. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber mich kann. Ich war es nicht. Jetzt hat er mich gesehen. Autsch. Weg mit dir. Danke sehr. Oh Gott. Juhu. Oh. Ja, das ist das Fiese. Jetzt kommt das Möwenspringen. Kommst du wieder? Danke. Hey, ich habe eine Münze vergessen. Yay. Da sieht man wieder mal, was Wario alles für Geld macht. Oh Gott, das sind nicht die, oder? Die sollten wir nicht wecken. Sonst geht mir hier die Party ab. Nämlich die Party ab. Freundliche Zeitgenossen, oder? Boxen kann ich besser. Ja, die Mary darf wieder zurückkommen.
Ach, wie herrlich doch Geld sammeln sein kann. Hier hinein. Zital, Moräne, keine Ahnung. So oder so, sicher nichts davon, was wir getroffen werden möchten. Aber es sind auch, da sie uns nicht töten können, sind es mehr wie das ein wir bringen dich zurück. Art. Ja, genau so. Okay, dann gehen wir zurück. Ja. Ich weiß, das gibt es in diesem Spiel halt viel. Das ist. Das ist die. Das ist der Preis der Unbesiegbarkeit. Sonst hätte man in dem Spiel überhaupt keine Herausforderung mehr. Ich meine, ich könnte mir die Moränen mich ja treffen lassen, wie ich möchte, wenn sie mir sowieso nur Geld rauben, das sowieso nur optional ist. Von dem her gesehen, wieso sollte ich? Gut. Ah, das sieht doch schon nach einem Ende aus. Ende der Fahnenstangen. Och, die Ente. Die kennt man, glaube ich, auch noch aus dem ersten Spiel. Darf ich bitten? Danke. Wasserscheu. Was für ein Ende. Tada! Bam. Okay, wir haben wieder genug Geld, um zu spielen. Ja, wir spielen. Mal ein bisschen vorwärts. Das hilft mir nicht weiter. Auch keine Hilfe. Okay, das müsste jetzt 1 oder 7 sein. Mir hat nicht geholfen. Ja, jetzt ist es irgendwie klar. Also, sofern sie mich nicht mit einem L betrügen, ist das hier die Nummer 1. Und wieder ein Stückchen der Wahrheit erhalten. Okay, so eine große Wahrheit ist es nun auch wieder nicht. Yeah. Gut, ja. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Nächstes Mal lassen wir den Anker fallen und ja, hoffentlich schaltet ihr auch dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal.